Hallihallo und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, diesen Mittwoch habe ich mal wieder Asperger-spezifischeres Thema. Vielleicht ist auch ich spezifischeres Thema. Weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Aber ich wollte einfach mal drüber reden, weil ich dachte, das könnte vielleicht interessant sein. Und vielleicht haben das die ein oder anderen Leute auch. Ja, worüber ich reden wollte, war Wissen. Viele Dinge zu wissen, nicht wissen, woher man es weiß, uns auch nicht wirklich erklären können. Also, ich bin ja geboren in Brasilien und deswegen ist meine Muttersprache Brasilianisch, / Portugiesisch. Und die portugiesische Sprache ähnelt sehr der Spanischen und der Französischen. Und manchmal an Wochenenden oder wenn ich Zeit habe, schaue ich mir ganz gerne alte Fußballspiele von der spanischen Liga an. Und ich bin mir die letzten Monate, Wochen, ehrlich gesagt, die ganze Zeit vorgekommen wie eine Verrückte, weil ich mir überlegt habe, wie kann das, also was soll ich jetzt machen? Wieso verstehe ich, was die da sagen? Also warum verstehe ich, wenn der Kommentator irgendwelche Geschichten erzählt? Und ich verstehe jedes Wort, wo ich noch nie Spanisch gelernt habe, wo ich noch nie irgendwie mich auch nur Ansatz damit beschäftigt hätte und ich auch kein Spanisch sprechen kann. Also warum verstehe ich, was der mir erzählt? Und da bin ich jetzt wirklich mir die letzten Monate, Wochen oft vorgekommen wie so eine Wahnsinnige, die sich das einbildet oder die einfach nur anhand dessen, was sie sieht, da irgendwas ableitet. Und dann habe ich jetzt gestern oder vorgestern irgendwo gehört, dass die Sprache Spanisch, Französisch und Portugiesisch sich sehr ähneln vom Worten her. Und dann sind bei mir so 1000 Lichter aufgegangen und ich habe mir gedacht, das könnte der Grund sein. Ja, und dann musste ich mich einfach an so ein paar Gegebenheiten erinnern, die ich aus meinem Leben so kenne. Wo ich so eine Situation hatte, wo ich jemandem gesagt habe, irgendwas, wo ich wirklich wusste, dass es so ist. Und ich wirklich zu 100% sicher war. Und wenn der dann später sich informiert hat, der mir auch immer bestätigt hat, also viele mir bestätigt haben, ja, es ist tatsächlich so, du hattest recht. Aber mir es niemand glaubt, weil ich einfach nicht sagen kann, ja, das habe ich da und da gesehen, in dieser und jener Doku, die heißt so und so. Oder ich habe es in dem und dem Buch gelesen. Weil ich bin jemand, dadurch, dass ich sehr viel in meiner Umgebung wahrnehme, sehr viel höre, sehr viel sehe, sehr viel aufnehme, sammle ich auch dadurch sehr schnell Wissen an. Also Lernen war für mich nie ein Problem. Ich kann Mathe wirklich wie ein König. Bloß mein Problem war, entschuldigt, ich glaube, ich kriege eine Erkältung. Ganz fiese Nummer, also egal. Erzähle ich euch nachher. Ich habe früher immer im Mathe-Test, ich habe gelernt. Ich habe mit meiner Nachhilfelehrerin, die eine gute Freundin von uns auch war, immer gelernt. Und ich hatte den Stoff im Kopf und ich wusste, wie es geht. Und dann war da dieses Blatt Papier, dieses blöde Blatt Papier, auf dem diese Aufgaben standen. Ich wusste, wie die Aufgabe geht. Ich kannte die Lösung. Aber ich habe auch immer die richtigen Lösungen hingeschrieben. Nur das Problem war, den Lehrern hat der Lösungsweg gefehlt. Und das war immer mein Problem, weil ich habe den Lösungsweg in meinem Kopf gerechnet, habe die Lösung hingeschrieben, aber das hat denen nicht gereicht. Die wollten ja wissen, wie ich das löse. Und da war dann immer mein Problem, dass ich wusste, dass ich dann immer erklären musste, ja, ich weiß es, weil ich es halt gerechnet habe, aber ich kann ihnen jetzt auch nicht sagen, wie der Lösungsweg geht. Und das war so oft diese Momente, wo mich dann die Lehrer immer furchtbar runtergeputzt haben und fertig gemacht haben auch teilweise. Weil sie immer mehr das Gefühl vermittelt haben, ich bin der dümmste Idiot, den es gibt und ich hätte ja von gar nichts eine Ahnung. Und ja, und dann gab es solche Momente, wo irgendwelche Buchbesprechungen kamen und ich dann einfach irgendwelches Zeug, ich weiß nicht, wo ich es dann her wusste, aber plötzlich habe ich dann Sachen über das Buch gewusst, die nicht mal die Lehrer gewusst haben. Und dann habe ich immer diesen blöden Blick bekommen, der Dumpfbatz weiß ja doch was, Blick. Und den habe ich auch bei vielen anderen Situationen bekommen. So, also ich habe oft so den Eindruck, dass mich die Welt auf drei verschiedene Arten wahrnimmt. Die einen nehme ich als totales Kleinkind wahr. So nach dem Motto, die kriegt ja gar nichts auf die Reihe ohne ihre Eltern. Die ist ja nur abhängig von ihren Eltern. Die macht ja gar nichts selber.
Die anderen nehme ich wiederum als jemand wahr, der total intelligent ist, der klug ist, der smart ist, der voll vor Selbstbewusstsein strotzt, der alles wissen muss. Und die fangen dann immer mit solchen Sachen an und fragen mich, ja, was meinst du zu diesem und jenem Thema? Und dann denke ich mir jedes Mal als erstes mal, ja, was meinst du mit der Frage? Was meine ich dazu aus meiner Perspektive? Was meine ich aus dem Wissen her? Was meine ich wissenstechnisch davon? Oder was meine ich, mit meinem Gedanken und meinen Eindrücken? Was will ich jetzt genau wissen? Und vor allem viele fragen mich dann so Sachen, wo ich mir denke, ja, wo soll ich das jetzt her wissen? Sowas wie, denkst, morgen regnet's. Dann denke ich mir so, ja, woher soll ich jetzt wissen, ob es morgen regnet oder nicht? Ich bin nicht der Wetterfrosch, kletter ich jetzt gerade eine Leiter hoch und runter und weiß es. Und also es ist halt nur ein Beispiel. Ich hatte auch noch viel kompliziertere Fragen, wo mich jemand irgendwas gefragt hat und ich dann immer mir gedacht habe, so, und woher soll ich das jetzt her wissen, so gerade aus dem Stand. Also so gefühlt, ich sitze gerade hier, ist ein Keks und du fragst mich sowas wie, weißt du, was das erste Kunstwerk von Leonardo da Vinci war, bevor sein erstes offizielles kam? Und dann denke ich mir so, woher soll ich das jetzt wissen? Und die dritten nehme ich dann einfach als das wahr, was ich bin. Ein Mädchen, das viele Dinge weiß, aber nicht immer erklären kann, woher sie es weiß. Und die dritten und die letzte Art von, das sind ja auch Menschen, die sind die, die ich am meisten schätze, weil ich weiß halt nicht, woher ich die Dinge weiß, aber ich weiß eben vieles. Ich kann es nicht erklären, woher. Ich kann nicht erklären, wie ich das mir angeeignet habe. Ich kann auch oft die Lösungswege nicht. Ich bin trotzdem nicht doof. Und das ist so eine Sache, wo, das muss ich euch mal erklären. Du bist nicht doof und du bist nicht ein totaler Idiot und du bist noch keine Null, nur weil du in der Schulzeit die ganze Zeit überall Sechsen geschrieben hast. Aber im Prinzip weißt du die Sachen trotzdem. Und du weißt sogar über das, was die Lehrer dir da erzählt haben, viel mehr. Also ist auch immer so, ein Lehrer fragt dich irgendwas und dann habe ich ihm geantwortet. Aber das Problem war, ich habe nicht spezifisch geantwortet, wenn er wissen wollte, wie hieß das Musikstück von Mozart, das er für eine Frau geschrieben hat? Dann habe ich ihm so eine Antwort gegeben, ja, für Elise. Es gibt viele Theorien, warum es für Elise heißt. Die eine Theorie ist, weil er eine Freundin namens Elise hatte, die andere, weil es irgendeine eine Adlige gab namens Elise. Es gibt viele Theorien, wieso es für Elise heißt. Also, das ist nur ein Beispiel. Ich bin mir jetzt gerade nicht mal, also ich weiß das noch, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt auch wirklich korrekt war. Aber ja. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Und ja, dann antwortest du und ich antworte auf meine Art und das war den hat denen dann eben auch nicht gepasst. Und es ist eben das Problem, oft passt den Leuten nicht, wenn du eine Antwort nicht nur mit Ja, Nein oder direkt das antwortest, was sie wissen wollen, sondern wenn du erstmal einen kleinen Anlauf brauchst. Und ich bin nun mal jemand, ich vergleiche meinen Kopf immer mit einem Computer. Und ich bin, was viele, die meine Computer jemals, wenn jemand meinen Computer jemals mal zu Gesicht bekäme, würde das verstehen, was ich jetzt sage. Auf jedem meiner Computer habe ich einen Ordner. Der heißt zum Beispiel Bilder. Und dann ist da ein Unterordner. Dann sind da 10 Unterordner mit dem Namen Bilder von irgendwelchen, also von irgendwelchen Blumen, von selbstgemachte Bilder. Dann sind noch die selbstgemachten Bilder wieder geuntergeordnet mit Bilder von Isa. Dann kommt wieder ein Unterordner mit Bilder vom Januar. Dann kommt wieder ein Unterordner mit Bilder vom ersten, vom zweiten, zum dritten und so weiter. Und so ist mein Kopf eben auch aufgebaut. Ich hab einen großen Überordner. Und bis ich dann die Info, die ich brauche, gefunden habe, brauche ich eben immer ein bisschen Vorlaufzeit. Und wenn man diese Vorlaufzeit mir nicht gibt, dann wirke ich natürlich wieder total Vollidiot, weil dann weiß ich es eben nicht in dem Moment, was der andere von mir will. Aber wenn ich die Vorlaufzeit habe, dann kann ich mit sehr viel Wissen glänzen. Was natürlich auch eine Sache ist, ich spule oft Wissen ab. Also wenn ich etwas weiß, dann kann es passieren, dass ich in einem Redefluss gerate und einfach nicht mehr aufhören kann, weil ich einfach dann alles, was ich darüber weiß, auf ein Detsch erzähle. Und wenn ich das dann mache, dann sitzen die meisten Leute so da. Was? Weil die sich überhaupt nicht vorstellen. Hey, die fragen mich dann was und wollen im Prinzip bloß eine so kurze Antwort und kriegen dann einen ellenlangen Aufsatz
schlagartigen, schwallartigen Antwort. Und die können sich dann damit auch nichts wieder anfangen. Naja. Gut, das war eigentlich alles, was ich zu diesem Thema erzählen wollte. Was ich vorher schon erwähnt habe, was ich noch kurz erwähnen will, ist, ich total lustig. Ich habe seit ungefähr einer Woche, habe ich total den Husten, den fiesen. Und ich habe jetzt wirklich die letzten Jahre, Jahrzehnte alle möglichen Ausreden benutzt, wenn es um irgendwelche Feiern ging. Sowas wie, ich bin erkältet, ich hab eine Grippe, es tut mir leid. Und jetzt dieses Jahr befürchte ich tatsächlich, dass ich vor meinem Geburtstag wirklich eine Erkältung kriege und deswegen flach liege. Naja. Gut, das war eigentlich alles, was ich euch erzählen wollte. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und hoffe, dass wir uns am Freitag wiedersehen. Wenn es euch auch so geht oder wenn ihr diese Situation kennt, dann schreibt mir gerne was in die Kommentare oder eben eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com oder eben auch gerne auf Twitter und Facebook. Ich hoffe, wir sehen uns dann am Freitag wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin, tschüss!